Ich habe sehr viele Vorstellungen gesungen in der Stuttgarter Oper. Das ist auf der Bühne, wenn ein ganzer Chor dann noch Bewegungen machen muss, und gerade der Chor hat sehr schwer zu tun, fast unmöglich, es alles so genau zu machen, wie Herr Kocsis das möchte. Und er macht das eben so genau, wie ich es noch nie gehört habe. Ich habe mich natürlich lange, lange damit beschäftigen müssen, wobei mein Part im Vergleich zum Beispiel zum Part des Aaron rein sängerisch noch leicht ist. Also der Aaron hat ja nun wirklich die mörderischsten Passagen zu singen. Und für den Chor, ich weiß, zum Beispiel in Stuttgart oder auch in Amsterdam, wo das auf der Bühne gemacht worden ist, wird neuerdings jetzt ja öfter gemacht, in Wien und in Bochum und in Düsseldorf und also jetzt in der letzten Zeit. Der Chor hat unglaublich viele, ich glaube damals in Amsterdam, die haben so zwischen 200 und 300 Chorproben gehabt, bevor sie überhaupt auf die Bühne gehen konnten. Ich war tief beeindruckt, wie gut das Orchester und der Chor vorbereitet waren. Es war damals schon für mich ein Wunder, ein ungarischer Chor in deutscher Sprache das schwierigste Werk zu interpretieren, was es eigentlich in diesem Bereich gibt. Es ist unglaublich toll und das hat natürlich auch mit dem Chordirektor hier zu tun, aber natürlich mit der Autorität und dem Kennen von Herrn Kocsis. Ich bin einfach überwältigt, was hier passiert. Ich finde diesen dritten Akt, begreife ich auch, was er alles gemacht hat, wie er ganze Motive wieder benutzt hat, natürlich auch die 12 Tonreihen, die von Schönberg sind, immer wieder benutzt hat. Es ist von einer solchen Meisterschaft kompositorisch und was mir so gefällt, es gibt unglaublich schöne lyrische Passagen im Orchester, in der Einleitung sind etwa 220 Takte ohne Gesang, nur Orchestereinleitung im dritten Akt. Das ist so schöne Musik, richtig schöne Musik, sodass auch Leute, die Schwierigkeiten mit dieser Art von Musik haben, das genießen können. Und ich finde, es ist richtig gelungen, dieser dritte Akt. Ich wünsche, dass das sich durchsetzt, so wie eben von Cherha der dritte Akt von Lulu eben dann sich durchgesetzt hat und man heutzutage Lulu eigentlich fast nur noch mit dreiaktiger Fassung macht. So wünsche ich das diesem Stück auch.